Hallo und herzlich willkommen, grüßt euch zu einer neuen Folge Railways Empire 2. Ja, wir sind jetzt hier in der dritten Folge und wir hatten hier ein kleineres Problem, dass hier eben halt mehrere Züge nicht eingesetzt werden konnten. Jetzt habe ich mich im Internet ein bisschen belesen und habe mal geguckt, was man in dem Fall machen muss. Man muss die Routen bearbeiten. Routen bearbeiten ist hier nicht so möglich, wie es dort empfohlen wird. Dementsprechend machen wir einfach eins. Wir löschen die Linien und gucken, dass wir diese zwei Linien, die uns jetzt praktisch hier Probleme machen, einfach neu machen. Und zwar manuell. Ne? Das heißt, wir gehen ganz von manuell hier hin und machen diese Linien neu. Das wird zum Beispiel sagen, okay, wir gehen jetzt hier zu den Zuglinien hin und... Achso, erstmal machen wir wieder Play. So. Und dann gehen wir hier hin und holen uns in dem Fall hier die eine Station. Wir holen uns hier die Albany-Station, machen hier einen John Bull als Zug hin. Ja, ist okay. Wir haben ja eben nur einen Zug. Und den haben wir jetzt entsprechend hier eingesetzt und der läuft. Na, wir können eben halt gucken hier. Wir sehen ja unsere Zuglinien. Ja, die haben wir jetzt gerade. Hier ist eine andere. Hier ist eine bei Greenhold. Hier ist eine nach Greenhold Boston. Und hier ist nochmal Greenhold. Ja, Greenhold Boston. Die hat Zuglinie unvollständig. Ah, okay. Die können wir löschen. Greenhold Boston, das ist die aktuelle. Die hier oben. Dann haben wir noch eine nach Greenhold und Portland, die hier oben verkehrt. Und dann haben wir noch nach Portland Boston die eine und eine. Und jetzt haben wir die da unten. So, und jetzt brauchen wir noch eine, die hier über Albany läuft. Und die machen wir jetzt. Die werden wir uns jetzt hinzufügen. So, das heißt, wir gehen von Albany nach Kelly Station und von dort aus nach Boston und von Boston nach Kelly Station und dann wieder zurück nach Albany. Da geht er dann ganz von alleine hin. So, das Ganze, da nehmen wir wieder einen John Bull für, sagen bestätigen. Ja. So, und jetzt müsste er hier eigentlich wieder das Ganze machen. Nein, macht er nicht. Ich kann mir vorstellen, warum, weil wir hier noch in dem Fall Sachen brauchen. Und zwar brauchen wir hier noch, wir bearbeiten die Route nochmal. Machen hier die Kelly Station und Boston weg. Wir machen den nur erstmal auf den beiden Strecken. Albany und Kelly Station, dann fährt er nämlich. So, und dann machen wir von der Kelly Station nach Boston uns nochmal eine. So. Und hat noch keine Züge. Nein, stopp. Wir wollen ja hier eine Lok haben. Wieder den John Bull nehmen. Automatische Beladung und gib ihm. Jetzt sagt er hier, warte auf Einsetzung. Das macht er aber auch nur, weil hier gerade ein Zug im Anmarsch ist. Müsste er jetzt wirklich auf den Zug von Albany warten. Auf den hier. Wo ist der denn gerade? Ah, da kommt er. So. Und dann darf ich nicht vergessen, ich muss bei Boston hier noch im hinteren Bereich einmal eine Station aufmachen. Bahngebäude, und zwar brauchen wir einen Versorgungsturm. Der muss hier hinten hin. Ne, auf die Seite. So hin muss er. Den haben wir noch. So, Weichenkopf brauchen wir gar nicht. Gleisrichtung, ja, das können wir später noch angeben. Hauptsache erstmal, wir haben jetzt das Ganze am Laufen hier. So.
Kelly Station 1 und Boston wartet wieder auf Einsetzung. Also der Zug ist entweder, er wird entweder nicht vollständig oder irgendwas anderes stimmt da nicht. Zuglinie bearbeiten. Beladung Express. Fracht kommen. Zuglinie bearbeiten. Nehmen wir das Gleis 1 hier an der Stelle. So, ja. Jetzt will er den wieder nicht einsetzen. Dann machen wir das anders. Dann lassen wir den von Boston nach Kelly Station runterfahren. So. Boston nach Kelly Station und wieder zurück. Nein, warte mal, habe ich hier nur ein Gleis oder habe ich hier nicht zwei Gleise? Ich habe doch hier zwei Gleise. Ah, Moment, dann machen wir das anders. Dann müssen wir jetzt tatsächlich erstmal die Zugrichtungen angeben hier. So, das können wir über Tab machen. Nein, Tab nicht, wir geben hier raus. So, jetzt muss ich mal, warte mal, wo war das denn jetzt hier? Shift oder Alt? Eins, zwei, drei, doch. Alt war es. Alt oder Alt können wir die Zugrichtungen angeben. So, dann machen wir jetzt erstmal hier die Zugrichtungen hier. So, das geht hier und das geht nach oben. Das geht nach oben. So, das hier auch. Das geht nach unten. Das geht nach oben. So, nach oben. Und dann muss ich hier jetzt gleich noch eine Weiche hinbauen. So. Gleisbau. So. Bauen. Bauen. So, jetzt haben wir da zwei Weichen. Da können sie schon mal das wechseln. Dann müssen wir das hier hinten vor der Kelly Station auch nochmal machen. Bauen wir hier jetzt auch nochmal eine Weiche hin. Bauen. Bauen. So, jetzt sind zwei Weichen hier. Und fertig. So, jetzt nochmal Kelly Station. Von hier nach hier eine Lok. Ein John Bull und gib ihm. Dein Zug fährt den Bahnhof von Greenhalt nur an, um zu wenden. Nein, warte, dann machen wir das anders. Hier hinten müssen wir noch eine Weiche hinmachen. Wir müssen hier auf der anderen Seite vom Bahnhof auch noch eine Weiche hinmachen. Er hat mich nämlich jetzt gerade wieder gewarnt bezüglich, dass wir hier wieder ein Problem haben, weil wir keine Weichen haben. Und ihr seht also, man muss hier so viel beachten. Ich dachte, der wendet auf der unteren Weiche. Aber nein, er wendet nicht auf der unteren Weiche. Okay, also hier kann ich jetzt einen sogenannten weichen Kopf reinmachen. Das heißt, ich würde hier wahrscheinlich eine Weiche hinkriegen, wo ich dann hier hinten so sagen kann, so... Zack, hier. Aber guck mal. Dann habe ich jetzt zwei Weichen hintereinander geschaltet, aber egal.
So, nochmal. Zuglinie. Boston. Kelly Station. Und wieder, er fährt bis Albany. Er fährt wieder bis Albany wegen der Weiche. Unter Garantie. Kelly Station, Boston. So, das heißt, wir müssen auch hier eine Weiche auf der anderen Seite anbringen. Weichenkopf. Dann machen wir das über den Gleisbau, dass wir hier eine Weiche reinsetzen. Ich kann da keine Weiche reinsetzen. Das ist blöd. Ich kann hier keine Weiche reinsetzen. Ach, ist das ärgerlich. Dann müssen wir die Zugfahrt editieren. Dann müssen wir die eine hier von Albany müssen wir dann eher anpassen. Wir nehmen uns Albany kurz ran und holen uns mal alle Zuglinien, die über diese Stadt gehen. Stadtgebäude, Albany, Routen über diesen Bahnhof. Und dann haben wir hier Albany Kelly Station. Diese Zuglinie nehmen wir uns. Da sagen wir Zuglinie bearbeiten. Und sagen dann noch Boston hinzufügen, bestätigen. Okay. So, wir setzen wieder die Tachometer. Haben wir denn genug Geld? Wir könnten drauf bieten. Ja, wir bieten mal mit. Okay. Da haben wir das. So. Jetzt haben wir das Ganze hier. Jetzt müssen wir da mal gucken. Da gibt es irgendwas. Hier gibt es irgendwas mit Gleisrichtung ändern. Oh. Hier muss ich mal eben kurz gucken. Hier gibt es irgendein Problem mit den Gleisen. So, jetzt der Fehler weg. Das ist nämlich da hinten auf dem Stück. Vor der Weiche gibt es Probleme. So, jetzt haben wir die Züge alle angeschlossen und jetzt funktioniert das auch. Jetzt fließt ja auch das Bier für Boston. In dem Fall, wir haben das alles angeschlossen. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, haben wir hier, kriegen wir hier unsere Transporte hin. Dezember, ohne Umsteigen von Boston nach Portland. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich nochmal einen Zug einsetzen. Komm. Zuglinie, Boston, Portland, das Ganze als Express, nein, als manuell. Komm hier, manuell. Wir nehmen in dem Fall den John Bull. So, und dann ja, manuell ist die Frage jetzt, wie kriege ich da jetzt bitte schön die... Ach, ich weiß wie. Moment. Nein, jetzt muss ich die letzte Zuglinie wieder finden. Ach Mann, ist das ärgerlich. Portland, Boston, das dürfte der sein. Bearbeiten, ja.
Station bearbeiten. Keine Postsäcke. Und kein Fleisch. Keine Fracht. Nein, ich habe die Fracht nicht beachtet. So, und dann in dem Fall nur Passagiere. So. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier eben halt unserem Quartal... Oh nein, 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 meine schönen Investitionen. Es ist alles ruiniert. Ich hätte wissen müssen, dass die Eisenbahn keine Zukunft hat. Beliefere Boston mit 8 Ladungen Holz. Wir haben echt kein Holz gekriegt. Wir haben kein Holz dahin gekriegt. Das war unsere Hauptaufgabe und die haben wir versaut. Ach, Mann! Ja. Ich glaube, wir fangen das Kapitel nochmal von vorne an. Und dann konzentrieren wir uns wirklich eher darauf, dass wir das Holz hinkriegen. Dass wir 8 Ladungen Holz hinkriegen, anstatt dass wir alles andere machen. Und, Das 19. Jahrhundert war... Wir überspringen die Einleitung. Mit dem Ende der 1800... Die hatten wir ja schon. Da sind sie ja. Corning, mein Name. Erastus Corning. Und Sie müssen der junge Eisenbahnexperte sein, der mir empfohlen wurde. Gut, dass Sie hier sind. Andere Leute halten ja nichts von diesem neumodischen Schnickschnack. Aber ich denke, Investitionen in diese Eisenbahn sind gut angelegtes Geld. Deswegen habe ich mein Kapital auch in Ihr Unternehmen gesteckt. Ich bin stolzer Besitzer einer Firma für Eisenwaren, müssen Sie wissen. Je mehr Schienen Sie verlegen, desto reicher werde ich. Immerhin kaufen Sie Ihren Stahl von mir. Aber so. Übernehmen Sie sich nicht. Wenn Sie pleite gehen, habe ich schließlich auch nichts davon. Aber warum fangen Sie nicht einfach mal an? Ich habe Ihnen eine Aufgabenliste zusammengestellt. Mhm. Mein Unternehmenssitz befindet sich in Albany. Diese Stadt sollten Sie möglichst bald anschließen. Verzagen Sie mir aber bloß nicht an dem schwierigen Gelände auf dem Weg dorthin. Clevere Planung ist alles. So, wir müssen Albany anschließen. Ja, ich würde jetzt in dem Fall hier wirklich Albany, die Kelly Station, die wir hier hatten, von vorhin anschließen, Boston anschließen. Und dann haben wir hier jetzt Holz. Wir haben doch hier Holz. Wieso habe ich das Holz nicht darunter gemacht? Ich muss 8 Ladungen Holz nach Boston bringen. Beliefere Boston mit 8 Ladungen Holz. Wieso hat das nicht geklappt? Das hatten wir doch, die Bahnverbindung. Wir machen jetzt hier Folgendes. Wir machen jetzt hier eine neue Station hin. So. So, gucken wir mal. Da haben wir eine Station. So. Jetzt machen wir eine Station hier unten nach Boston hin. Guck mal. So, Shift, Mausrad, dann können wir das Gebäude nämlich drehen. Dann können wir nämlich hier schön unsere Eisenbahn hinsetzen. So. Frage, gibt es da nicht vielleicht sogar schon einen Bahnhof? Bin ich jetzt so blind? Ja, da gibt es einen Bahnhof. Siehst du? Guck mal. So, dann nehmen wir den Bahnhof hier, zack. Zack, und hier jetzt ein Gleis anschließen. So. Dazu gibt es da oben Rinder. Also müssen wir die Rinder auch machen. Also bauen wir uns jetzt nochmal ein neues zweites Gleis. Ich möchte das da haben. So, Gleisbau. So, dann hier Parallelgleis zum anderen.
in Richtung Boston. So, dann brauchen wir Brückenköpfe. Also Weichenköpfe. Den einen machen wir hier hin. Den anderen setzen wir hier hin. So. Damit haben wir die beiden. Jetzt machen wir neue Zuglinien. Von hier nach hier. Du belädst hier keine Kühe. Und bringst das nach Boston. Boston kannst du eigentlich alles beladen. Nein, eigentlich brauchst du hier gar nichts beladen. Du fährst einfach nur zurück. Du machst einfach nur Hin- und Rücktour. So. Dementsprechend machen wir jetzt noch hier die Gleisrichtung. Damit die Tour dann vernünftig läuft. So. Und dann machen wir hier eine Lok rein. So, und dann kann das klappen. Also ich weiß nicht, warum ich diese einfache Aufgabe gerade, warum ich diese ganz einfache Aufgabe, die ich sowieso schon hatte, warum habe ich die nicht erledigt? Warum? Ja, hier. Da steht es sogar noch. Es steht sogar noch hier. Beliefere Boston mit 8 Ladungen Zucker. So. Zucker kriegen wir hier unten. Da brauchen wir jetzt einen Bahnhof. Den drehen wir aber. So. Und wieder 2 Gleise ziehen. Das ist 1 Million. Warum 1 Million? Weil er da durch einen Tunnel geht. Okay. Sehr gut. Wissen Sie, ich glaube, was wir hier tun, hat wirklich das Potenzial, den konventionellen Warentransport zu revolutionieren. So, dann ziehen wir mal kurz hier die Gleise hier runter. Ich muss gerade gucken, dass ich mich hier beim Scrollen nicht vertue. Das ist ganz schwierig hier bei der mit der Form. So, jetzt sind wir nur noch bei 89.000 für ein Gleis, statt 1 Million, wenn wir durch den Tunnel gehen. So, wieder bauen. So, und jetzt gehen wir hier auf den zweiten. Auf das zweite. Ich will auf das zweite Gleis. Dahin, so. So. So, bauen Weichenköpfe hier hin. Hier kommen wieder Weichen hin. So. 1. Zwei Bahngebäude, dass wir noch ein paar Versorgungstürme hier haben. So, die muss ich nämlich auch noch bauen, weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass gleich unsere Züge, die hier lang kommen, entsprechend kein Material kriegen. Und wir dann das Problem haben, dass sie wirklich hoffnungslos liegen bleiben. So, direkt vorm Weichenkopf machen wir hier dann entsprechend das Versorgungsgebäude hin. So, jetzt haben wir diese zwei Aufgaben oder diese zwei Sachen haben wir jetzt erledigt und kriegen jetzt hier gleich die Zuladung Zucker, die wir noch machen müssen.
So, und dann können wir den Rest gleich auch machen. So. Wir brauchen erstmal noch eine neue Zuglinie, um den Zucker nämlich zu klären. Und zwar von da nach da. Und ja, auf dem Hinweg kannst du alles mitnehmen, wenn da jemand hin möchte. Wir nehmen das so und machen das so. So, jetzt machen wir hier noch die schöne Zugrichtungsfahrt. So. Jetzt ist das auch geklärt. Der Zug ist unterwegs. Boston, David's Hall. Und dann läuft das. So. Dann ist das auch erledigt. Nehmen die erste Lieferung angekommen ist. Okay. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass hier gleich der Zucker abgeführt wird in dem Fall. Wir müssen mal schauen hier, ob hier gleich am Bahnhof gibt es hier jetzt einen Route über diesen Bahnhof. Dieser Zug. Und den möchte ich jetzt mal wissen, wo der ist. So. Wir können auch mal gerne die Mitfahrkamera nehmen. Guck mal hier. So, Kamera drehen. Können wir einmal die Fahrt genießen hier. Fahren wir einmal mit der Kamera. Die Signale auf der Strecke werden alle grün nach und nach. Die werden automatisch gesetzt. Das war beim Vorgänger in dem Fall nicht so. Da wurden eben halt keine Signale gesetzt. Die musste man dann noch selber setzen. Hier ist unsere Auffüllstation, da können wir uns auffüllen. In dem Fall, wir müssten jetzt gleich zum Weichenkopf kommen und dann in den Bahnhof rein. Genau, da ist der Weichenkopf. Der lässt uns auch direkt schon auf das richtige Gleis fahren. Und wir tauschen die Spur. Und dann können wir hier jetzt gleich Zucker beladen. So. So. Damit ist der Zug hier drin. Und hier ist doch die erste Ladung Zucker dran. Guck mal, gleich zwei hinten dran. Drei. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da kommt jede Menge Zucker mit. Gucken mal, wie viel belädt er? 3, 4, 5, 6. 6 Zucker hat er jetzt hinten dran. 7. Na, macht er noch einen oder fährt er los? 8. Okay, das könnte sogar sein, dass wir jetzt die Aufgabe direkt nach Abfahrt unseres Zuges dann hier schon als erledigt bekommen. Das heißt, sobald der Zug dann in Boston ankommt, da fährt er los, kriegen wir das mit Sicherheit dann mit. So. Da haben wir noch Sachen nicht freigeschaltet. Hier sind die Forschungspunkte. Da müssen wir aber auch noch einiges machen. Und dann schauen wir mal. So, Aufgabenliste. So, dann haben wir noch hier unten 320 Passagiere ohne Umsteigen von Boston nach Portland. Das ist die nächste Aufgabe, um die wir uns jetzt kümmern. Wir haben noch 2 Millionen. Dementsprechend brauchen wir uns da erstmal keine Sorgen machen. So, dann möchte ich jetzt hier oben eine Weiche haben, die mir entsprechend hier die Möglichkeit gibt, dann nach Portland zu gehen. Beziehungsweise bei Portland muss ich erstmal einen Bahnhof errichten, oder? Haben wir da schon einen? Nee, da haben wir keinen Bahnhof. Wir haben keinen Bahnhof in Portland. Gut, dann machen wir uns einen. Bahnhof. So, den Bahnhof stelle ich jetzt. Den drehen wir hier. So. Den stellen wir jetzt hier außen an Portland dran. So. Und dann kommen hier 2 Gleise hin. So. Das ist Gleis 1. Das ist Gleis 2. Gleis 1 bauen. Gleis 2 bauen. Auch wenn die jetzt nicht ganz parallel laufen, aber das ist uns egal.
Wichtig ist, dass wir jetzt von hier aus einmal gucken, was ist hier jetzt die richtige Richtung. Weil wir müssen ja jetzt von hier aus auch noch ein Gleis darüber machen. So, und das bedeutet, wir müssen jetzt in dem Fall, dieses Gleis muss nach oben laufen, dieses Gleis muss nach unten laufen. Und dann machen wir uns nämlich hier ein kleines Gleis hin, so. Das bauen wir und dann nehmen wir von hier die Strecke und ziehen die mal hier querfeld rüber. Na, die will er nicht nehmen. Das könnte jetzt ein bisschen komisch werden. Nee, ich muss hier abreißen wieder. Ich muss hier abreißen. Ich muss diese zwei Strecken nah aneinander bauen, damit ich hier die Doppelweiche hinkriege. Also müssen wir abreißen. Und zwar reißen wir diese Strecke hier ab. Und dann bauen wir jetzt hier eine zweite Strecke hin. Die dann wieder direkt von hier. Nein. Großartig. Die Firma dankt. So, da haben wir jetzt wieder unsere zweite Strecke. So, bis hier. Bis da. Bauen. So, und jetzt müssen wir von hier. Na. Bis da. So, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir unser Dreieck, was die Weichen angeht und die Linien. So, die hier muss nach oben laufen. Dann muss die hier in die Richtung laufen. Die hier muss in die Richtung laufen. So, dann haben wir das. Dann haben wir auch hier unser Gleisdreieck entsprechend und können jetzt hier gleich Passagiere ohne Unterbrechung nach Portland schicken. Deswegen machen wir das jetzt hier, dass wir einen Passagierzug einsetzen werden. Und ja, ich weiß, wir haben schon wieder überzogen. Unsere Folge ist schon wieder länger als geplant. Machen wir hier ein Special raus. Weil wir versaut haben, gerade, dass wir unsere, ja, unsere Bearbeitung machen hier. So, Abfertigungshalle. Können wir die bauen? Verkürzt die Aufenthaltsdauer aller Züge an dem Bahnhof um 20%? Nein. Restaurant erhöht die Einnahmen durch die Passagiere an ihrem Bahnhof. Okay, Markthalle, Postamt. Komm, wir nehmen das Restaurant mit hinzu. Und dann machen wir uns eine neue Zuglinie. Die von Boston nach. Nanu, wieso kann ich nicht nach Portland fahren? Wieso kann ich von Boston nicht nach Portland fahren? Oh, es ist wieder so schön. Meine Zuglinie. So. Irgendwas stimmt wieder mit dem Bahnhof Portland nicht. Das ist natürlich wieder mal. Ja, Spielgeschwindigkeit ist da. Neue Zuglinie. Wir gucken mal. Wenn wir Portland anklicken, werden alle Bahnhöfe ausgeblendet. Wir können von Portland nirgendwo anders hinfahren. Das finde ich natürlich irgendwie blöd. Das heißt, da gibt es ein Problem mit den Gleisen. Dann reißen wir die nochmal ab. So. Dann, ja. Weichenkopf machen wir gleich. Den haben wir nämlich noch bei Portland gerade vergessen, aber okay. So. Thank you.
So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir ganz hier oben hin und machen hier eine Weiche rein, die dann hier reinführt. Nein, abbrechen. Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich die Linien hier korrekt der richtigen Richtung zuordne. So. Das heißt, alles, was von oben runterkommt, muss hier hin. Bauen. Alles, was von hier aus hochkommt, muss dahin. Bauen. Das ist die Richtung. Das ist die Richtung. So, das passt jetzt. Jetzt bitte nochmal eine neue Zuglinie. Boston. Und wir können immer noch nicht an Portland anschließen. Warum? Warum können wir nicht an Portland anschließen? Ich weiß warum. Pass auf. Ja, warte, wir wollen die nochmal beenden. Wir brauchen nämlich noch eine Sache. Und zwar hier den Weichenkopf. Den Weichenkopf brauchen wir noch. Pass auf. Den bauen wir jetzt ein und dann können wir gleich an Portland anschließen. Wetten? Würde mich nicht wundern. So, Versorgungsgebäude noch dran. Wir müssen ja auch noch die Züge versorgen können. So, und jetzt machen wir eine neue Zuglinie. Gehen von Portland nach Boston. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Es war wirklich tatsächlich das... Ja, komm. Nee, das nehmen wir normal. Passagiere bevorzugen. Das gleiche in Boston. Dann nehmen wir das mit. Das eher weniger. Und Fleisch brauchen wir gar nicht. So, und dann sagen wir okay. Und dann wählen wir hier wieder eine Lok aus, eine John Bull, und sagen, juppie. Ihr seht also, es wird sich immer an den Kleinigkeiten aushalten. Ne? Es hält sich immer nach den Kleinigkeiten aus. So, wir haben jetzt schon wieder, die Zuckerladungen sind erledigt. Jetzt müssen wir die 320 Passagiere machen und sorge dafür, dass Boston 25.000 Einwohner hat. Die Boston verlangen Bier, schaue dich um, wo du am besten eine Versorgungsroute aufbauen kannst. Okay, das heißt, wir müssen Bier nach Boston kriegen. Bier nach Boston heißt, wir müssen von Albany eine Route machen. Dann werden wir jetzt mal Albany anschließen, würde ich sagen. Das ist unser nächster Ziel. Wir haben noch 1,9 Millionen. Das sollte eigentlich dann gehen, denke ich mal. Ne? So, Albany anzuschließen wird relativ einfach, weil wir haben hier unten einen schönen Punkt, wo wir das Ganze hinsetzen können. So, dann haben wir jetzt hier unten einen Bahnhof angesetzt. Und wir werden wieder zwei Gleise bauen. Hm, 1,3 Millionen. Okay, nein, das wollen wir nicht. Dann gehen wir hier ein bisschen hin. Okay, wir haben hier schon ein Problem, in dem Fall einfach nur, weil wir hier einen Fluss haben. Das ist schon ein bisschen grenzwertig. Hinzu kommt, dass der Bahnhof natürlich auch andersrum angeschlossen ist als der. Also muss ich gleich dran denken, dass ich bei dem hier links herum anschließe. Also da links ans linke Gleis und den anderen anders, also auf jeden Fall. So, wir gehen mal in dem Moment hier so rüber. Ich glaube, ohne Tunnel komme ich hier nicht hin. Tatsache ist, ich komme hier ohne Tunnel, komme ich hier nicht hin. Ich kann hier nichts anderes machen. So. Das bauen wir. Jetzt bauen wir direkt das zweite Gleis daneben.
Nein, so baue ich mit Sicherheit nicht. Also das war jetzt mal vollkommen daneben. Und wir schauen mal eben. So. Nein. So. So, genau. So, jetzt brauchen wir wieder Weichenkopf hier. Und wir brauchen Versorgungsturm. Das gleiche müssen wir wieder auf der anderen Seite auch haben. Hier wird es natürlich wirklich schwierig. Hier können wir jetzt einen Versorgungsturm hinbauen. Aber der Brückenkopf, der wird uns hier ein bisschen Schwierigkeiten machen, weil in dem Fall wir hier keinen Tunnel haben. Wir können den nicht in den Tunnel reinsetzen. Also müssen wir gucken, dass wir den irgendwo hier hinten hinsetzen, wo wir Luft haben. Und damit sind wir nämlich schon fast wieder drüben auf der anderen Seite. Warum kann ich den Brückenkopf hier jetzt nicht setzen? Den Weichenkopf. Egal. David's Hall ist sowieso eine Durchfahrtsstation, die hat hinten einen Weichenkopf. Also zur Not könnten die Züge hier hinten an der Weiche halten. Nur hier vorne eben halt nicht, weil wir hier vorne keinen Weichenkopf haben. Gut, dann lassen wir das und dann bauen wir uns noch eine Zuglinie auf, die wir jetzt von Albany nach Boston schicken. Und in Albany lassen wir das Ganze priorisiert mit Bier beladen und in Boston, ja, können wir gucken. So. Jetzt muss ich gerade schauen. Hier haben wir einen Brückenkopf und irgendwie kriege ich jetzt gerade hier die Gleisanzeige für das zweite Gleis nicht. So, gut. Also, da wollte ich doch gerade sagen. Dann schauen wir mal eben. Was haben wir denn hier? Die Strecke geht hin und die Strecke geht in die andere Richtung. So, damit du hier gleich auch direkt richtig reinkommst, lieber Zug. So, in Boston können wir mit Fleisch beladen lassen. Ja, dann würde ich sagen, einen Zug wählen, den John Bull. Wir nehmen einen und ja. Kriegen wieder Warten auf Einsetzung. Und das ist wieder das, wo ich mir jetzt gerade schon sage, so, was habe ich denn da jetzt schon wieder vergessen? Die Frage ist, wo wartet der auf Einsetzung? In Albany oder in Boston? Nein, er wartet in Albany. Er wartet in Albany wartet er. So. Hier kriegen wir aber keine Warnmeldung. Ach so, wir sollten auch Play drücken. Ja, intelligent. So. Wir hatten ja eine Pause gemacht, einfach nur damit wir Zeit haben, das zu bauen. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir. Wir müssen mal gucken, wo ist unser Passagierzug? Portland, Boston 1. Okay. Da haben wir aber noch keine Passagiere angeblich. Ohne Umsteigen von Boston nach Portland. Okay. Wahrscheinlich war der noch nicht so weit. So, wir machen mal noch eine Zuglinie. Einfach mal um hier ein bisschen die Fleischwirtschaft anzukurbeln. Wir gehen hier hin und Holz wird hier verboten.
da wird nur rein. Keine Passagiere. Hier nimmst du höchstens Fleisch mit, was du dann auch noch nicht mal brauchst. Okay. Die John Bull wieder und zack und gib ihm. Zug hat letzte Tour ohne Ladung absolviert. Ja, ist mir klar, dass du keine Ladung hast. Wobei, du könntest natürlich... Er könnte Fleisch mitnehmen, ne? Ja, komm, wir sagen ihm, dass er Fleisch mitnehmen darf. Weiß nur nicht, ob hier so viel Fleisch an der Station gebraucht wird, ne? So. Da oben ist noch Kohle. Da haben wir noch Kohle. Da ist Milch. Müssen wir mal gucken, was Boston noch so braucht. Vorrat und Bedarf. So, Bedarf pro Woche. Also die brauchen Rinder. Rinder muss ich auch noch hier runter transportieren. Und Bier wollen sie eben halt haben. Ja, dann transportieren wir mal hier noch ein paar Rinder hin. Holen wir uns noch eine Zuglinie von dort nach dort und sagen, Station bearbeiten. Ja, Holz haben wir schon, deswegen machen wir Holz weg. Wir machen hier Rinder. Und in Boston machen wir mal das Fleisch weg und lassen Post und Dings in dem Fall mit passieren. Und fertig. Glaube ich eher nur, dass Post dahinter runter geht und eher weniger Passagiere. Aber okay, das könnte ja Arbeiten sein, ne? Die Leute wollen ja auch arbeiten. So, wir bestätigen, das Ganze hat noch keinen Zug. Ach so, wir sollten auch eine Lok einsetzen. Ja, so schick sollten wir dann schon sein. So, dann haben wir das. So, 49 Passagiere haben wir transportiert. Wir müssen bis Dezember 320 Passagiere schaffen. Das heißt, ich würde sagen, wir setzen hier einen zweiten Zug ein. Wir setzen auf der Linie Portland-Boston. Gucken wir nach unseren Zuglinien. Portland-Boston haben wir doch einen. Portland-Boston, da. Das ist unser Passagierzug. Den würde ich sagen, Zuglinie kopieren. Zack, zack. Und ja, den dann noch einmal einen Zug und gib ihm. Dann haben wir zweimal Portland-Boston. So, damit haben wir das schon mal alles erledigt. Hier oben gibt es noch Wolle. Hier ist noch einer, den wir anschließen können. Die machen... schön. Das heißt, da können wir dann hier den Stoff darunter transportieren. Und können das hier anschließen. Ja, dann warum nicht? Buffalo produziert auch Bier, okay. Hier in das Gebiet kommen wir nicht rein. Oh, es gibt hier ein Problem. Azuka-Tour ohne Ladung absolviert. Hier wird es ein bisschen voller auf der Strecke. Ja, zur Not mache ich hier ein weiteres Gleis und schließe die einfach mit so ein paar Weichen an in dem Fall, dass sie dann hin und her fahren können, aber das ist ein bisschen schwierig, vor allem in dem dicken Gelände hier hinten. Was hast du denn geladen? Post, Fleisch für Albany. Okay, cool. 40 Passagiere, 40 Postsäcke und jede Menge Fleisch für Albany. So. Was bist du für einer? Boston David's Hall. Achso, das ist der Zucker. Das ist der Zuckerbrie. Das ist der Zuckerwagen. In dem Fall. Ja, momentan geht's so. Anzahl Touren. Gesamtbilanz 20.000 plus. Ja, pro Woche macht dieser Zug gerade allerdings 600 minus. Ja, okay. Wir sollten mal gucken. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was erforschen können. Lagerhalle, Fundamente. Die Lagerhalle holen wir uns mal. Weil wenn wir die Lagerhalle haben und hier die Fundamente, einfach damit die Bahnen stabiler sind, dann haben wir nämlich einige Möglichkeiten.
So, Boston wächst, der Pfeil zeigt es an. Das heißt, das Bier aus Albany hat die erste Ladung überstanden. Das ist schön. So. So, dazu haben wir die Rinder von oben. Panne, benötigt Wartung. Okay, wir müssen hier eine Wartungshalle machen. Wir müssen hier echt an dem Bahnhof noch eine... Nee, Stadtgebäude brauchen wir nicht. Fabriken, Bahngebäude. So, Bahnhof, Wartungsposten. Das sind aber wahrscheinlich... Wartungsposten sind das aber für die... für die Schienen... Okay, das brauchen wir noch nicht. Also Fabriken können wir noch machen. Nein, ich möchte jetzt aber hier eigentlich am Bahnhof eine Erweiterung machen. Warte mal. Ich möchte am Bahnhof eigentlich noch eine Erweiterung machen. Wieso kann ich denn hier am Bahnhof nicht die passende Erweiterung machen? Warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Gebäudebau. Ich habe doch an dem Bahnhof die Möglichkeit... Ah, warte mal. Hier, warte, da... Erweiterung bauen, genau. Wartungsdepot. Jawohl. Damit können unsere Züge nämlich jetzt repariert werden an dem Bahnhof, wenn sie da reinfahren. So, das machen wir jetzt hier bei allen, weil das Ganze nämlich nur 80.000 kostet. Erweiterung bauen, Wartungsschuppen, zack. Dann haben wir hier nämlich eine Wartung. Dann werden die Züge nämlich regelmäßig repariert und wir haben die Möglichkeit, dass unsere Züge nicht so hängen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier müssen wir noch, bauen wir noch ein Restaurant hin, weil das Restaurant gefällt mir einfach wegen der ganzen Sache. So. Oh, Veränderung. 1,16 Millionen. Okay. Ist klar, Quartalergebnis. Wir haben hier ein bisschen Fracht, die wir eingenommen haben. Premium haben wir 1 Million bekommen. Ja, doch. Dadurch haben wir ein bisschen gut Geld gemacht. Wir haben aber auch hier unten ganz viel ausgegeben, wenn ihr mal guckt. Ne? Also wir haben hier unten 1,8 Millionen ausgegeben, haben aber hier oben ganz viel bekommen und sind damit auf 1,6 Millionen im Plus gelandet. Also, ja, Gott. Sonst wären wir wahrscheinlich nämlich also schon pleite. So, David's Hall, Erweiterung. Da machen wir auch noch das Wartungsdepot rein, das wie gesagt, wir... Kann uns nicht schaden, wenn wir unsere Züge reparieren regelmäßig. Einfach nur, damit wir das Ganze haben. So, das bauen wir. Dann bauen wir hier noch das Restaurant hin. So. Zug hat letzte Tour ohne Fracht beendet. Das ist Boston David's Hall. Okay, ja, das kann sein, weil in dem Fall wir hier keinen Zucker hinkriegen. Also beziehungsweise keine Fahrt zurückkriegen. Für die entsprechende Produktionskette, beziehungsweise für die entsprechende Bedarfskette. So, wir gucken mal, was hat denn Vorrat und Bedarf der Stadt Boston? So, wir haben Tiere, haben wir, das Bier jetzt gerade, Fleisch. Textilien könnten wir noch ein bisschen bringen. Mais und Weizen wären vielleicht auch noch so ein bisschen. Also Textilie können wir von oben holen. Getreide weiß ich nicht, wo wir das herkriegen. Und Mais, das müssten wir gleich mal gucken. Aber die Textilien könnten wir gleich mal gucken, ob wir die holen. So, und dann müssen wir mal gucken, wie weit sind wir denn? 96 Passagiere ohne Umsteigen nur erst transportiert. Und wir haben April. Okay. Das ist ein bisschen wenig, Boston und Portland in dem Fall. Aber wir fangen mal an, wir holen mal uns hier oben die obere Station daran. Da kriegen wir noch Zucker. Zucker haben wir aber schon. Aber warte mal, Getreide hatte ich gesagt, brauchen wir noch, ne? Müssen wir noch gucken, wo wir Getreide herkriegen. Getreide kriegen wir hier links, guck mal. Dann holen wir uns doch erstmal das Getreide. So. Hier brauchen wir aber nur einen Bahnhof mit 2 Gleisen und wir drehen ihn einmal um 180 Grad, damit er entsprechend hier richtig steht und dann richten wir den so ein bisschen dahin aus. So. Young Station nennt sich das Ganze jetzt. So, und Young Station wird jetzt hier an den äußersten Gleisen angeschlossen. Ja.
Young Station wird jetzt da angeschlossen. Einfach nur, weil wir hier bauen wollen. So. Dementsprechend können wir das jetzt hier machen. Hier hinten ist ein Wartungsgleis. Der Bahnhof sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Das ist natürlich jetzt mal ein Riesenbahnhof. Der ist doch mal, das ist doch mal ordentlich, ne? So, mal gucken, was haben wir denn noch? Restaurant haben wir seit 4 Wochen. Ach so, genau, Wartungsdepot. Auf alle übertragen. Bei 60% Grenze werden die Züge automatisch repariert. Ja, das ist gut. So, Zuglinie. Young nach Albany. Wobei, ich könnte jetzt von hier aus eigentlich mal noch einen Zug, die Züge... Nee, wisst ihr was? Ich baue doch nochmal um. Ja. Ich lasse die Gleise... Ich lasse die Gleise damit dran laufen. So, und dann gucken wir mal. So. Das haben wir. Bahngebäude, Versorgungsturm. Kommt der auch hier hin? So, hier brauchen wir aber keinen großen Tamtam. Hier machen wir jetzt einen kleinen Zug hin. Der auch wieder, nein, Name der Zuglinie machen wir später. Wir nehmen jetzt hier wieder den John Bull und dann machen wir hier nämlich eine Lieferung. Young Station. Nein. Neue Zuglinie. Young Station, Albany, Davits Hall und nach Boston. So. Und dann wieder zurück. Das heißt, du hältst aber auch überall. Das sage ich ihm jetzt, indem ich nämlich hier wieder die 2 Orte anklicke, damit er danach dann wieder in der Young Station anfängt. So. Dann sage ich... Dann sage ich Zug einsetzen, ja. Und dann haben wir irgendwas anderes geklickt und haben nicht den Zug, den wir haben wollten. Doch, den haben wir. Davon möchte ich aber 3 haben, bitte. So, das heißt, da warten jetzt 3, da sind jetzt 3 Stück. 2 warten noch auf Einsetzung. Und dann sollen die sich da verteilen und hoffentlich, dass es jetzt alles klappt. So, der hier hat Tour ohne Ladung. Okay, das X ist für mich jetzt kein Problem. Wir haben Weizen, das geht jetzt auch nach Boston. Wir müssen mal gucken, was braucht Portland. Portland, was brauchen die denn noch? So, jetzt habe ich hier schon eine Folge von 1 Stunde. Nee, Leute, ich mache jetzt hier Schluss. Wir kümmern uns gleich nochmal darum, oder mit der nächsten Folge kümmern wir uns darum, was Portland braucht. Und dann schauen wir weiter, dass wir da auch noch das Ganze zum Wachsen kriegen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute mit dieser Folge. Wie gesagt, Sonderfolge, 1 Stunde. Und dann sehen wir weiter. Ich bin der Commander, ich bin raus. Ciao mit V.